Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Assassin's Creed Rogue. So. Was nicht um eine Punktlandung? Okay, wir sind auf dem Weg zur nächsten Mission und. Ja, ich hoffe, dass Shay noch zur Vernunft kommt und sieht, dass die Templer Arschlöcher sind, aber ich glaube, natürlich nicht. Aber die Assassinen sind eigentlich genauso scheiße. Eigentlich spielen wir den Bad Boy. Aber Shay will nur das Richtige tun, aber hinterher wird ihm wahrscheinlich klar, dass er ja gesagt den Falschen geholfen hat. Er ist halt ein unwissendes kleines Kind. Hey, das sieht nach Spaß aus. Hui! Geil. Geile Mechanik. Aber so fügt sich wirklich alles zusammen. Also, in der amerikanischen Saga, da hat man wirklich sehr viele Zusammenhänge hier, was die Charaktere angeht. Und jetzt sind wir, glaube ich, in dieser Sequenz mehr unterwegs, also zu Fuß unterwegs, und lassen das Schiff mal zu Hause. Denn ich denke mal, wir werden in New York jetzt erstmal dafür sorgen, dass halt das Mädel drauf geht. Finde ich schade, die ist mir sympathisch. Eigentlich sind mir alle Assassinen sympathisch, außer natürlich der Anführer. Liebkosung von Stahl. Wo ist euer Boss? Wenn ich es sage, bringt sie mich um. Sagst du nichts, bringt er dich um. Sie ist in dem Herrenhaus. Dem mit dem Garten. Gehen wir. Ja? Das ist. Ihr besitzt eine verborgene Klinge? Dachtet ihr, ihr wäret der Einzige? Ja, vermutlich. Wo habt ihr sie her? Eine Spende der Bruderschaft. Verstehe. Unser Einsatz war ein Erfolg. Die Armee könnte jetzt jederzeit aktiv werden. Gut. Uns fehlen die Männer in New York, um uns um die Banditen zu kümmern. Mit ein wenig Glück sind wir sie jetzt endgültig los. Ich mache mir mein Glück. Jetzt lasst uns der Schlange. Sagt er wohl gerne, ich mache mir mein Glück. Bestätige, die Frau ist im Haus. Perfekt. Zeit, sie auszuräuchern. Ich gehe rein und hole hoch. Dann müssen wir sie töten. Ganz ehrlich. Moment mal. Ist das vielleicht meine einzigste Chance, diese Sachen hier zu bekommen? Schön wär's, dass ich sie bekommen könnte. Aber ich gucke erstmal. Vielleicht kann ich es auch erst danach. Aua! Alter!
Ich werde verfolgt. Ich kann mich hier nicht verstecken. Na, dann muss ich euch halt töten. Er will das Richtige tun, aber merkt nicht, dass das eigentlich total Schweinehunde sind. Schon allein, dass Hasem ihn umgebracht hat, obwohl er gesagt hat, wo die Tusse ist. Das ist das, was Bösewichte tun. Also ich würde weder für den Templerorden noch für die Assassinen arbeiten, ganz ehrlich. Wenn die schon hier so steht. Alter, was zum... Was soll das? So, dann wollen wir mal gucken, wo die Dame des Hauses ist. Wir haben alles, was wir brauchen. Nun erwartet mich der Chevalier. Hope. Bon voyage. Schade, dass es so endet. Ihr wart ein braver Bursch. Oh nein. Würdest du auch mal in die Richtung klettern, wo ich hindrücke? Der klettert einfach nicht. So, klappte doch wunderbar. Au! Was ist das? Gift. Lähmt mein Herz. Ich muss weg hier. Es hilft. Bewegung hält mein Herz in Gang.
Darf nicht in Kämpfe verwickelt werden, das ist ja sehr witzig. Und ich darf nicht stehen bleiben. So viel zum Thema, ich soll nicht in Kämpfe verwickelt werden. Kann ich auch gleich rauslaufen? Oh, ja, 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 ist klar, ist logisch. Zwei Scheiße aus dem Busch. Ist klar, nicht in Kämpfe verwickeln lassen. Nee, das sind nur kleine Scheiße im Busch. Und ich darf nicht stehen bleiben, das ist doch behindert. Also, wer lässt sich solche... Was ist das? Gift. Sachen einfallen. Lähmt mein Herz. Ich muss weg hier. Ich werde doch eh drauf gehen. Es hilft. Bewegung hält mein Herz in Gang. Okay, 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 okay. So long, Tom. Mann, nein! Ich muss Hope finden. Ein Geweih. Don't give him the satisfaction of slipping away! Ach, ich bin doch jetzt schon tot. Ich bin doch jetzt schon tot. Wuhu! Yay! Das ist doch so geil, ist das... Ah, nee, diese zweite Mission hier, die ist doch echt ein Arsch. Ich bin den Kämpfen völlig gelassen. Guck doch mal, was hier auf mich zukommt! Drecksschweine hier. Was? Warum leckt das immer so scheiße? Nein! Boah! Diese Tusse! Okay, jetzt tut's mir nicht mehr leid, dass ich so umbringe. Ganz ehrlich. Scheiße! Nein, warum kann ich mir dann nicht die Gasmaske überziehen, so wie bei den anderen auch? Kann ich die nicht irgendwie... Ja, ist klar. Muss ich hier schon Umweg machen. Ach, komm. Mädel, lass dich doch einfach töten. Nee, die ist zu schnell. Ja, ich hab sie... Oh. Schmerzhaft. Die Arme. Ihr seid spät. Schon wieder Shane. Hope. Ich wollte das nicht tun. Ich trainierte euch dafür. Ich habe es nicht anders erwartet. Warum? Um Liam Zeit zu geben. Bald ist der Chevalier auf dem Weg zur Vorläuferstätte. Ich werde ihn aufhalten. Er wird dich erwarten. Schade. Ihr hattet so viel Potenzial.
local wildlife. Ja, das haben wir geschafft, aber nicht in den Käfer verwickeln lassen. Das ist ein Ding, der... Oh, das ist nicht gerade nett. Naja, was soll's. Die Kiste bekommen wir nie im Leben. Ja, die Sequenz ist noch nicht vorbei. Ich glaube, da kommt noch was. Ja, wäre ja auch Schwachsinn, nach zwei Parts schon eine neue Sequenz. Und danach haben wir wahrscheinlich den Zugang zu Stufe 3. Und wie schon gesagt, es tut mir leid, dass ihr da wirklich keinen Ton hattet. Also ich kann das auch nicht wieder reinholen in den Ton. Hauptsache, ich habe ihn bei der Story wieder bekommen. Also nur in den Sequenzen habe ich den Ton reingeschnitten. Also denke ich mal, dass ich das gemacht habe. Noch habe ich es nicht gemacht. Nein, einfach die Zeit dazu fehlte. Und die Lust. Die Lust nochmal die Mission zu machen. Warte mal. Ab in die Kajüte. Und die Mission dauert noch 17 Minuten. Aber ich habe mein Geld. Was nicht wenig ist. So. Weiter geht's, würde ich mal sagen. Captain hat das Ruder! Auf zum Nordatlantik. Ach, da ist meine nächste Mission. Und wo dort? Ich könnte mich auch demnächst mal wieder auf... Ja, Suche von Sachen machen. Mal der Vollständigkeit halber, aber ich denke mal, wir haben genug vervollständigt. Wir sind wieder im Atlantik. Shay und die Templer verfolgen die Assassinen-Expedition. Los, Team! Ah. Renovierungen fast vollständig. Okay. Wo zum Geier fehlt noch eine Renovierung? Also hier nicht. Ich denke mal, was werde ich bevor ich den nächsten. Könnte hier noch eine fehlen? Wir können hier sogar noch schnell reisen. Ich habe hier auch noch die zwei Kingdom Hearts Teile liegen. Ich freue mich schon auf den dritten Teil. Der wird aber wirklich dann komplett Let's Played ohne Pause. Also das heißt, ich will erstmal diesen Teil hier vollständig Let's Played haben. Und dann Kingdom Hearts anfangen. Obwohl, ich könnte mittendrin auch mal so und so und so Let's Playen, aber naja. Starten wir zu mischen. Master Cormac, was verdanke ich die Ehre? Ich wollte Vorräte aufnehmen, als ich hörte, der talentierte Captain Cook sei hier. Auf ein Wort? Zu euren Diensten. Wie immer. Ich suche nach einem Mann. Captain Louis-Joseph Gauthier, Chevalier de la Vérendrye. Der Entdecker? Ich hörte von ihm und seiner illustren Familie. Ich muss ihn sehen. Ah, entsendet ihm einen Gruß. Oder nicht. Vor ein paar Tagen segelte er ostwärts mit Kurs auf Anticosti. Gewiss. Ich rate zur Vorsicht. Oh, ich war bereits dort. Dann wünsche ich euch viel Glück. Ich segle Richtung Conception Bay, falls ihr weitere Unterstützung braucht. Vielen Dank.